Herzlich willkommen zu meinem Video über Bilder im Geschichtsunterricht und heute geht es um Bildtypen und das Thema Herrscherbilder. In dieser Abbildung haben wir zwei Beispiele von Herrscherbildern. Auf der linken Seite sehen wir hier den französischen König Ludwig XIV., der im Zeitalter des Absolutismus so ein gewissermaßen Musterbeispiel eines alleinregierenden, absolutistisch regierenden Herrschers war. Auf der rechten Seite haben wir als Darstellung hier Pharao Ramses, weit vor Christi Geburt, also im 14., 13. Jahrhundert, wieder dargestellt, wie er hier einen Feind erschlägt. Was ist das dargestellte Thema? Das dargestellte Thema könnte man bezeichnen, Ludwig XIV. Als Herrscher und Pharao Ramses II. Als kriegerischer Herrscher. Das heißt, es soll hier dann die Herrschaft, die Macht, damaligen Mitteln soll die dargestellt werden. Wenn wir hier Ludwig XIV. Hier mit seinen quasi Stöckelschuhen betrachten, würde man heute, wenn er sich ein führender Politiker so darstellen würde, würde man ihn nur belächeln. Damals war das aber die neueste Mode. Als Herrschaftssymbole sieht man hier dann zum Beispiel das Schwert, was für seine militärische Macht sprechen könnte. Dann hier die Insignien seiner Macht, die Königskrone. Dann hier das Zepter und er steht erhoben dann in diesem vielleicht sogar Thronsaal. Größe spielt hier eine große Bedeutung, wenn man sich vorstellt, dass das Originalbild fast 3 Meter mal 2 Meter bemisst und man dann davor steht und Ludwig XIV. Dieses Bild im Auftrag gegeben hat, dass er dann bewundert werden sollte, dann weiß man schon, dass natürlich die Größe allein schon einen gewissen Herrschaftsanspruch dann vermitteln soll. Auf der rechten Seite sehen wir hier eben den Pharao Ramses II. Wenn wir uns das so betrachten, dann überlegen wir uns einmal, wo ist dieses Bild, dieses Wandrelief in dem Fall, wo finden wir das? Im großen Tempel von Abu Simbel. Ramses II. War jetzt in dem Sinn nicht nur unter Anführungszeichen ein weltlicher Herrscher, sondern er galt ja auch als göttlicher Herrscher. Ägyptische Pharaonen haben sich als Götter verehren lassen. Und wenn man sich hier mal betrachtet, er wird hier als kraftvoll dargestellt. Er zertritt gewissermaßen mit seinen beiden Beinen seine Gegner in einer Schlacht. Andere Feind wird dann niedergestreckt mit seiner Waffe. Hier hat er dann noch einen Köcher für seinen Pfeil und Bogen. Dann haben wir hier noch ein paar Schriftzeichen, Hieroglyphen, wie du weißt. Und das Ganze wird eben in einem Tempel dargestellt. Und er wird eben da als der große Herrscher seiner Zeit dann letztlich dargestellt. Von der Größe können wir davon ausgehen, dass es mehrere Quadratmeter groß ist, dieses Wandrelief. Gut vergleichbar mit Ludwig XIV. Welche wünschte Wirkung können wir da haben? Also der Betrachter des Bildes soll den König, den Pharao bewundern. Die Meinung der Auftraggeber sind hier das Entscheidende und weniger der Künstler. Das heißt, in dem Fall hier, der französische Maler konnte wenig bestimmen, was er da selber malen wollte, sondern es war ganz klar, Ludwig XIV. Gibt vor, er möchte als mächtiger Herrscher Frankreichs dargestellt werden. Und im gleichen Sinne dann auch hier in Ägypten, da galt der Wunsch des Auftraggebers absolut und der Pharao wollte dann eben als unumschränkter Herrscher dargestellt werden. Und die Künstler hatten in dem Sinn da nicht so viel künstlerische Freiheit. Ja, danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicherlich bald wieder im nächsten Video.